Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil das wird ein DIY-Video. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich unbedingt meine Lampen hier ja anders machen möchte von der Farbe her. Und ich habe mir jetzt Strukturpaste bestellt. Ich werde euch natürlich alles wie immer unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist auf jeden Fall das Naturweiß, was ich hier ausgewählt habe. Und ich hoffe, dass das schön aussehen wird. Ich kann die Lampe, um ehrlich zu sein, auch gar nicht vorher richtig sauber machen, weil das so ein Stein ist und der ist halt so... Ja, der hat wie so eine Beschichtung drauf, deswegen werde ich das jetzt einfach so lassen und darauf arbeiten. Stellt euch jetzt auf mit dem Stativ und nehme euch so ein bisschen dabei mit. Ich habe mir übrigens auch noch so Spachtel bestellt, die günstigsten, die hatten, und damit werde ich das Ganze auftragen. Ich habe einfach die Kamera aufgestellt und euch einfach mitgenommen, wie ich das Ganze auftrage in vierfacher Geschwindigkeit. Allerdings, damit es nicht zu langweilig wird. Und ich dachte mir, ich unterlege euch das Ganze so ein bisschen mit einem Voice-Over. Jetzt kommt ganz kurz Werbung von Ana Luisa. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, weil es ist einfach eines meiner liebsten Kooperationen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ich habe jetzt einen kleinen Ana Luisa Haul für euch und ich liebe die Produkte von Ana Luisa, das habe ich euch ja schon öfter gesagt. Momentan ist übrigens der Cyber Monday. Wenn ihr zwei Artikel bestellt, bekommt ihr den zweiten 65% reduziert. Finde ich wirklich perfekt. Also falls ihr noch was für eure Lieben sucht, zu Weihnachten, zu Silvester oder zum Geburtstag, könnt ihr auf jeden Fall bei Ana Luisa vorbeischauen. Die haben wirklich super tollen Schmuck und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Sachen. Mittlerweile trage ich Ana Luisa wirklich seit über einem Jahr und ich bin mehr als begeistert von der Qualität. Die Goldtöne, die Ana Luisa benutzt, sind wirklich ein Traum. So schöne Verarbeitungen, egal ob bei Ohrringen, bei Ketten, bei Armbändern. Die haben wirklich eine kranke Qualität. Und ich habe mir diesmal einmal diese Ohrringe hier auch rausgesucht. Die sind sehr, sehr klein und fein, aber dennoch ein maximaler Hingucker. Auch von der Qualität her wunderschön. Und vor allen Dingen, ich liebe, dass die diesen Verschluss haben, den ich eigentlich nicht mag, aber das so gearbeitet haben, als wenn es ein ganz normaler Stecker ist. Also dass nichts aus eurem Ohr wehtun wird oder sonstiges. Auch hier wirklich wunderschön und ich freue mich jetzt schon, die zu tragen. Dann habe ich mir zwei feinere Ketten rausgesucht. Das hier ist einmal die erste. Auch ein wunderschönes Stück. Sehr simpel gearbeitet, aber doch ein richtiger Hintgucker. Gerade mit diesen Steinen, die hier reingearbeitet sind, wunderschön. Ich glaube, mein diesmaliger Favorit ist definitiv diese Kette, weil die hat noch einen etwas größeren Stein als die andere Kette. Aber dennoch ist sie so, sie hat einfach was. Ich kann das gerade gar nicht in Worte fassen, aber ich bin verliebt in die Kette. Wirklich ein maximal schöner Hingucker. Aber dennoch nicht zu viel. Und zu guter Letzt haben wir einmal diese wunderschönen gold-silbernen Kreolen. Ihr wisst ja, ich kombiniere auch sehr gerne Gold und Silber und ich dachte mir, so Kreolen sind einfach perfekt für mich, weil ich halt wirklich sehr, sehr gerne kombiniere. Und auch hier wieder der Goldton. Ihr seht, einfach nur ein Traum. Ich würde sagen, Leute, schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, damit ihr das Angebot nicht verpasst. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und beim Stöbern und würde sagen, weiter geht's mit dem Video. Und da sind wir auch schon wieder. Ich bin die Paste einfach irgendwie am Auftragen. Also ich habe mir da gar keinen Plan gemacht, wie ich das auftrage oder wie viel ich auftrage. Ich habe das einfach nach Gefühl gemacht. Und was mir wichtig war, ist, dass ich nicht zu wenig Paste auftrage, weil ich sonst Angst hatte. Da seht ihr auch nochmal, dass ich nachlese, ob ich irgendwas beachten muss. Ich habe einfach halbe Lampe schon gefühlt, fast voll gespachtelt. Aber wir lesen da mal, ob man irgendwas beachten muss. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht zu wenig Paste drauf gemacht. Das würde ich euch auch empfehlen, egal ob ihr damit ein Gemälde macht, ne. Ich weiß nicht, eine Vase könnt ihr natürlich auch damit machen oder halt wie in meinem Fall eine Lampe. Ich würde euch wirklich immer empfehlen, benutzt lieber ein bisschen zu viel anstatt zu wenig, weil nacharbeiten könnt ihr zwar im Endeffekt immer noch, aber es ist halt nicht so geil. Also wenn ihr dann fertig seid, freut ihr euch auf das Ergebnis und dann wollt ihr nicht unbedingt nochmal nacharbeiten. Hier seht ihr, dass ich angefangen habe, zwischendurch mal zu gucken, okay, gefällt mir das so mit so einem seitlichen Streifen besser oder so hochkant bzw. horizontal. Ich komme mit diesen Sachen immer durcheinander. Und ja, ich habe auf jeden Fall erstmal ringsrum die Paste komplett aufgetragen, geguckt, dass wirklich überall schön viel von der Paste drauf ist. Und ich finde es so krass, wenn man den Vorher-Nachher-Effekt sieht von der Lampe, das ist einfach... Ich komme gar nicht drauf klar, wie schön das Ganze geworden ist. Ich wünschte, ich hätte so ein richtiges Vorher-Nachher-Bild gemacht. Einfach so beide Lampen nebeneinander, das wäre so cool geworden. Aber ja, ich habe mir wirklich schön viel Zeit genommen, das schön dick aufgetragen. Wichtig ist aber, dass ihr auch nicht zu viel Zeit euch nehmt, denn das Ganze trocknet natürlich auch irgendwann. Ich hätte gedacht, dass es 2-3 Tage zum Durchtrocknen braucht, aber so lange hat es überhaupt nicht gedauert. Also ich habe schon gemerkt, als ich die zweite Lampe angefangen habe und dann gemerkt habe, oh scheiße, das Muster gefällt mir nicht so, musste ich relativ zügig arbeiten, beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr von dieser Spachtelstrukturmasse nachtragen, damit ich das Ganze nochmal gut bewegt bekomme, weil sonst,
Ja, das hat sich ein bisschen schwerer bewegen lassen, wenn man das so sagen kann. Deswegen überlegt euch oder guckt vorher, was ihr wirklich vom Muster drin haben wollt, um nicht so ein Problem zu haben. Leute, ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, ob ich das so lassen soll, so richtig abstrakt, oder ob ich das so ein bisschen glatter machen soll. Ich bin mir nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Wichtig war für mich vor allen Dingen, dass es auch von oben schön aussieht. Klar, der Lampenschirm muss drauf, darauf achten nicht so viele Leute, aber mir war es wirklich extrem wichtig. Dann habe ich nochmal geguckt, so hey, wie will ich das Muster haben? Und das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge. Deswegen guckt euch vorher wirklich am besten irgendwelche Bilder an oder Videos an. Guckt euch Gemälde an, wo sowas drauf gemacht ist mit Strukturpaste. Guckt einfach, was euch da am besten gefällt, dass ihr nicht so extrem viel rumprobieren müsst, wie ich das jetzt gerade mache. So, ihr Mäuse, ich bin jetzt erstmal fertig. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, was für ein Muster ich da reinmache, aber ich glaube, ich bin damit zufriedener. Ich habe das Ganze jetzt quer eingearbeitet. Davor habe ich ja so gearbeitet und ich muss sagen, ich bin echt schon ganz schön zufrieden. Also, ihr müsst halt gucken, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es fester wird, könnt ihr halt nicht mehr so super viel machen. Ich bin zum Beispiel jetzt eben nochmal über diese ganzen Stellen hier drüber gegangen. Jetzt auch gerade noch mal, wenn ich hier irgendwo was sehe, was mich noch nicht so perfekt zufriedenstellt, wenn man das so sagen kann. Es ist nicht so einfach, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ich habe euch ja dabei mitgenommen. Wichtig ist, dass ihr erstmal das Material auftragt auf alle Stellen und dann könnt ihr halt immer noch gucken, was für Muster ihr reinmacht. Ich würde aber nicht beide gleichzeitig machen, wenn ihr euch nicht sicher seid, was für Muster, sondern vielleicht erstmal an einer Stelle anfangen und gucken, was für Muster ihr machen wollt. Ich hatte zum Beispiel auch überlegt, das Ganze so komplett glatt zu machen und dann so Riffel reinzuarbeiten, aber ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden und zur Not kann ich ja immer noch ein bisschen mehr Strukturpaste drüber machen. Aber das hat auf jeden Fall gut gereicht, 1700 Gramm und für den Preis finde ich, ist es einfach eine komplett neue Lampe und ich liebe das. Und ich bin gespannt, wie das Ganze wird, wenn es komplett getrocknet ist. Ich habe jetzt auf der Packung nicht gesehen, wie lange das Ganze zum Trocknen braucht. Deswegen ja, lasse ich das, denke ich mal, hier 2, 3 Tage stehen, damit es komplett durchtrocknen kann. Ich überlege jetzt gleich schon mal, diese Dinger hier abzumachen. Ich bin gerade nicht sicher, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nachher nicht mehr abbekomme. Mal gucken, vielleicht mache ich das Ganze nämlich jetzt ab. Und dann lasse ich das auf jeden Fall trocknen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es trocken ist. Also ich habe das Band jetzt abgemacht und ich glaube, das war eine gute Idee, das jetzt abzumachen, weil es könnte sein, dass ich das nämlich nicht mehr abbekomme, wenn das fest wird. Deswegen habe ich das jetzt schon mal abgemacht. Hinten an dem hier unten dran, das werde ich jetzt erstmal nicht abmachen. Das würde mich auch nicht stören, wenn das dann fest wird. Aber dann kann ich umso besser gucken und euch sagen, hey, wie ist das, wenn es hart wird? Und so lasse ich das Ganze jetzt, wie gesagt, erstmal stehen und 2 bis 3 Tage trocknen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und Leute, die Farbe ist richtig schön durchgezogen und viel heller geworden, als sie gestern war. Also ich bin wirklich mehr als begeistert. Es sieht so cool aus. Also natürlich, ihr könnt im Endeffekt alles damit machen, was ihr wollt. Ich habe so ein, zwei kleine Mängel. Also hier ist zum Beispiel eine Luftblase reingekommen. Das habe ich gestern nicht mehr gesehen. Aber ansonsten bin ich mehr als zufrieden. Und wirklich mein Tipp an euch, macht auf jeden Fall das Klebeband vorher ab. Ich werde das Ganze jetzt mal ins Schlafzimmer stellen und euch dann das Endergebnis zeigen, wenn der Lampenschirm und die Glühbirne drin sind, beziehungsweise draufgeschraubt sind, und versuche jetzt das hier nochmal abzumachen. Ich hoffe, das geht überhaupt ab. Doch, doch, das wird abgehen. Kann sein, dass mir ein bisschen was von der Farbe hier abbröckelt, aber das geht auf jeden Fall ab. Leute, ohne Spaß, ich finde, das ist so ein krasser Hingucker geworden. Also mal was richtig anderes. Es sieht so abstrakt, nennt man das, glaube ich, aus. Und ich liebe es. Also es passt tausendmal besser ins Schlafzimmer als vorher, auch mit diesen Knöpfen und so. Ich finde, es ist so schön geworden. Ich bin einfach in Love. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet. Ich überlege übrigens, das Kabel hier mit einem weißen Klebeband komplett abzukleben. An der Lampe habe ich es nicht abbekommen, an der anderen schon. Aber ich glaube, das Ganze würde mir besser gefallen in weiß, wenn halt der schwarze Stecker rausguckt, weil halt alles in weiß und schwarz ist. Und in beige, aber das Kabel ist halt grau. Das werde ich wahrscheinlich noch in Angriff nehmen. Aber ansonsten ist es meiner Meinung nach ein sehr, sehr gelungenes DIY-Video gewesen. Und ich freue mich einfach übertrieben, weil es so gut geklappt hat. Ich überlege übrigens, ein Bild zu machen, was in so einer Art ist. Aber mal gucken, ob ich das noch mache. Ich müsste halt eine Leinwand dafür holen und ich würde halt die restliche Paste, die ich jetzt noch da habe, dafür verwenden. Aber ich weiß halt nicht, für was für eine Größe das ausreicht. Also für die Lampen habe ich wirklich extrem viel genommen, weil ich nicht wollte, dass irgendwo eine Stelle noch in so grau durchguckt. Deswegen habe ich halt wirklich richtig viel draufgeklatscht. Das habt ihr auch gestern gesehen. Und 1,7 Kilo haben auf jeden Fall für meine beiden Lampen gereicht. Und ihr müsst bedenken, Leute, die Lampen sind wirklich groß, ne? Also
auch wenn das jetzt nicht so aussieht, aber die sind schon wirklich richtig groß, auch vom Umfang her. Und ich habe halt einmal ringsrum diese ganze grobe Paste so gesehen aufgetragen. Ich bin auf jeden Fall mehr als nur happy mit dem Ergebnis. Falls ihr mehr DIY-Videos sehen wollt, schreibt mir das gerne. Ihr wisst ja mittlerweile auch dank meinem Bett, ich bin so eine kleine DIY-Queen geworden. Und ich lieb's halt einfach, so ein paar Sachen umzuändern, gerade wenn es nicht so perfekt in die Wohnung passt. Natürlich schwarze Möbel weiß anzumalen wäre auch gegangen, aber für mich war es halt einfach einfacher, das Ganze in weiße Möbel umzusetzen. Aber ich habe meinen eigenen Touch noch mit reingebracht, zum Beispiel mit den ganzen Henkeln. Mäuse, vergesst bitte nicht, bei Anna-Luisa zu bestellen, denn wenn ihr heute noch bestellt, bekommt ihr ganze 65% Rabatt auf den zweiten Artikel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao, ciao.